Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Hier seht ihr nun Teil 2 von unserer Quest mit Wally. Wally? Warum liegst du da so rum? Hallo? Steh auf, sprich mit mir. Sag mal, Gameplayerin, meinst du könntest mir helfen? Ich wollte ein guter Nachbar sein und den Leuten hier helfen, aber es stellt sich heraus, dass das gar nicht so leicht ist. Natürlich, was ist los? Naja, du weißt ja, wie ich bin. Ich versuche immer, das Richtige zu tun. Genau das wollte ich diesmal auch machen. Ich wollte meinen Nachbarn helfen. Aber es hat nicht lange gedauert, bis alles schief lief. Zuerst wollte ich Remy helfen, aber das ist nicht gut gelaufen. Danach wollte ich Goofy helfen und, naja, das war eine echte Katastrophe. Eins nach dem anderen. Was ist bei Remy passiert? Remy hat gesagt, dass er Hilfe in der Küche gebrauchen könnte. Also bin ich sofort zur Tat geschritten. Ich dachte mir, wie schwer kann das schon sein? Hehe, sagen wir mal, dass es nicht gut gelaufen ist. Jetzt ist Remy mit den Essensbestellungen in Verzug und muss sich sputen. Alle sagen, dass du hier die beste Köchin bist. Wärst du so nett zu helfen? Lass uns zuerst zu Remy gehen. So schlimm wird's schon nicht sein. Du bleibst immer optimistisch, was? Aber du hast recht. Gehen wir zu Remy. Okay, ich hätte vielleicht doch lieber den Cut machen sollen. Also hier, versteckte sich. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Gameplayerin, tut mir leid, aber wenn du eine Sonderbestellung brauchst, musst du warten. Ich bin überlastet. Ich weiß, Woody hat mir von deinem kleinen Missgeschick beim Kochen erzählt. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, danke. Nach diesen Gerichten, die Woody gekocht hat, brauche ich jede Hilfe, die ich bekommen kann. Ich habe Gusto geglaubt, als er sagte, dass jeder kochen kann. Aber nachdem ich Woodys Gerichte probierte, nun ja. Sagen wir einfach, dass nicht einmal Anton Ego die richtigen Worte finden würde, um diese Gerichte zu beschreiben. Weißt du was? Hier, koste selbst. Sieht ja nicht so lecker aus. Au revoir! Isst die Gerichte. Salziger Knoblauch-Käsekuchen. Aber sie sieht noch ganz erfreut aus. Schleimige Paste. Ja, noch sehe ich nicht so schlimm aus. Ich weiß nicht. Er ist schon umgefallen vor lauter Scham. Bonjour! Also, was hältst du von Woodys Gerichten? Die gute Nachricht ist, ich habe es überlebt. Aber wenn du noch mehr davon essen würdest, würdest du dir wünschen, du hättest es nicht getan, oder? Ja, war gut. Wenn es hier jemanden gibt, der Woody helfen kann, diese Katastrophe zu retten, dann bist du es, Gameplayerin. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, er könnte doch für Stitch kochen. Hey, vielleicht wirst du ja sein Gusto. Wir sind ein gutes Team. Na komm, geh da durch. Was hat Remy gesagt? Er hat mich die Gerichte probieren lassen, die du zubereitet hast. Wie konntest du nicht merken, wie sie schmecken? Weil ich nicht schmecken kann. Für Spielzeug zu kochen ist ziemlich einfach. Alles ist aus Plastik. Wenn es gut aussieht, dann schmeckt es auch gut. Aber die Gerichte haben auch nicht gut ausgesehen. Aber sie sahen spaßig aus. Deshalb dachte ich, es würde auch Spaß machen, sie zu essen. Hey, dafür kannst du mir nicht die Schuld geben. Ich bin ein Spielzeug. Ich habe keine Geschmacksknospen. Woher soll ich wissen, wie etwas ob etwas schlecht schmeckt? Ich zeige dir, wie man richtig kocht. Dann wirst du so ein guter Koch, dass du die Gerichte gar nicht mehr probieren brauchst. Das wäre klasse. Dann könnten wir das, was wir zusammen kochen, zu Remy bringen, um ihm zu helfen. Er muss noch viele Bestellungen abarbeiten. Hier, das sind die Rezepte, um die er mich gebeten hat. Haben wir die jetzt im Inventar? Käsekuchen? Ja, den kennen wir ja schon. Ah, und vegetarische Pizza. Und ich muss mal eben nebenbei einen Schluck trinken, weil sonst kann ich gleich gar nichts mehr vorlesen. Mein Hals ist nämlich so rau. Was habe ich jetzt gesagt? Käsekuchen und vegane Pizza. Veganische, habe ich eben veganische gesagt.
Käsekuchen und vegane Pizza. Können wir jetzt wieder endlos so lange nachsuchen. Käsekuchen und vegane Pizza. Nee, vegetarische Pizza war es, nicht vegane. Ach, was rede ich denn hier von Quatsch? Okay. Ich will aber keinen Salat haben. Stattdessen möchte ich bitte Möhren rein tun. So. So, einmal vegetarische Pizza. Und, immer ganz unten. Jetzt, wo wir wissen, dass da ja was dran ist, können wir vielleicht schneller den Käsekuchen finden. Weil da bin ich mir sicher, dass wir auch das Rezept haben. Beziehungsweise das hatten wir ja... Ach so, jetzt ist das hier. Dann kann ich es natürlich nicht finden, wenn ich im Falschen drin stehe. Beziehungsweise das Rezept haben wir gerade erlernt. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich endlich einen Käsekuchen gefunden habe. Ich würde den ja eigentlich unter Plätzchen einsortieren, aber ich weiß nicht, ob der dann auch da drin ist. Also ich hätte jetzt gesagt, so Plätzchen, Eiscreme, so alles, was so... Ach, da ist er doch endlich. Oh. So... Auch wenn er für mich immer noch irgendwie wie Kirschkuchen oder so aussieht. Hier drüben! So also ich kenne zumindest keinen Käsekuchen, wo, ich weiß nicht, Kirsch? Nee, eine Himbeere war das. Hey, oben drauf ist. Du bist es! Wow, hat Woody das alles gekocht? Gusto hatte recht. Jeder kann kochen. Sogar Woody. Ja, das war alles Woody. Ah. Sicher. Aber etwas sagt mir, dass er viel von dir gelernt hat. Ich hoffe, dass er sich durch eine schlechte Erfahrung nicht entmutigen lässt, es noch einmal zu versuchen. Ha. Danke, Gameplayerin. Wieder einmal hast du mir geholfen, mein Restaurant zu retten. Du bist der Beste. Wieso eigentlich der Beste? Hoffentlich sehen wir uns bald. Ich bin eine Sie. Lach mich nicht aus. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Was hätte ich nur ohne dich gemacht? Ich muss zugeben, den Dorfbewohnern zu helfen, ist schwieriger, als ich dachte. Du hattest auch erwähnt, dass du versucht hast, Goofy zu helfen. Was ist denn dabei passiert? Ach ja, die andere Katastrophe. Es ist einfacher, wenn ich es dir zeige. Folge mir. Na gut. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, Woody. Lauf. Lauf. Wo ist er? Jetzt mach. Wohin will... Theoretisch käme er so auch zu Goofy, also zum Haus. Nee, er will zum Strand. Was will er am Strand? Hi. Woody, wo willst du mit mir hin? Hey, howdy, hey. Hier ist es passiert. Hier wäre ich fast von einem Fisch unter Wasser gezogen worden. Nach dem ganzen Kochdesaster habe ich beschlossen, etwas Einfaches zu versuchen. Zum Beispiel Hauszustellungen. Goofy organisiert ein Abendessen mit Freunden. Er wollte knusprigen Kabeljau zubereiten. Also brauchte er Kabeljau und Weizen. Es stellte sich heraus, dass es viel schwieriger ist, Fische mit dem Lasso zu fangen, als Spielzeugvieh. Ich warf mein Lasso und bevor ich mich versah, fuhr ich Wasserski hinter einem Kabeljau. Das kann ich mir gut vorstellen. Man kann Fische mit einem Netz fangen, weißt du? Ich wusste, dass es da einen Trick geben muss. Also müssen wir wohl einen Kabeljau für Goofy angeln. Hast du ihm den Weizen besorgt? Oh. Hast du gesehen, wie groß diese Pflanzen sind? Sie sind doppelt so groß wie ich. Ich konnte sie nicht ernten und tragen. Jetzt hat Goofy nichts, womit er sein Abendessen zubereiten kann. Wenn wir ihm das alles nicht bald besorgen... Keine Sorge, ich zeig dir, wie es geht. Besorgen wir Goofy seinen Kabeljau und seinen Weizen. Auf Wiedersehen, bis bald. Okay, haben wir hier irgendwie zufälligerweise Kabeljau drin? Das können... Achso, können wir gar nicht... Doch, drei sind sogar drin. Perfekt, nehmen wir doch mal direkt alles mit. Haben wir denn danach auch noch ein bisschen Platz? Naja, viel nicht mehr, aber es geht.
So, wo wir gerade schon mal hier sind. Ich weiß, die Hallo, Zeit ist Kumpel. Sehr knapp, aber ich vergesse das sonst, weil Zuckerrohr, die meisten nehmen auch mal mit, Zuckerrohr ist nämlich was, was ich sonst nicht so oft hier drin habe. So, fange ein paar frische Kabel. Ja, du willst mich. Och nein, komm. Dein Ernst, ich habe jetzt drei hier drin. Und ich muss jetzt alle drei selber... Och, das ist doch... Ey. Da werde ich wahnsinnig. Ganz ehrlich, bei sowas werde ich wahnsinnig. Da können wir noch was anklicken. So, Fisch. Wo sind die Kabeljaus jetzt? Da. Am Strand, in der Lichtung und im vergessenen Land. Na toll. Also, dann würde ich sagen, ich werde mal die Angel auswerfen. Haben wir irgendwo da hinten ist was Buntes. Werde mal Fische frisch fangen und ja. Werde das dann aber rausschneiden, damit die Folge da nicht ganz so lange ist. Ihr wisst ja, wie man Fisch fängt. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr wisst ja auch, wo wir das Ganze herbekommen können. Und ihr wisst auch, wie langwierig das ist, wenn man hier alle Dinger abgehen muss. Deswegen bis gleich, wenn ich den Kabeljau gefangen habe. Und ich besorge mir dann zwischendurch auch eben noch etwas Weizen. So, wir sind nun endlich fertig. Und ich darf endlich mit Wolli sprechen. Und da kommt er auch schon. Es hat übrigens sehr lange gedauert, also bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis ich endlich mal diese drei Kabeljaue durch hatte. Uff, diese Kabeljaue sind ja riesig groß. Kein Wunder, dass ich es nicht geschafft habe, sie alleine zu fangen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, die alle zu Goofy zu bringen. Es sei denn, du hättest einen Wagen für mich. Warum ruhst du dich nicht ein bisschen aus, während ich das alles zu Goofy bringe? Wir sehen uns später bei deinem Karussell. Okay, Gameplayerin, danke für deine Hilfsbereitschaft. Auf Wiedersehen, bis bald. So, eine Sache wollte ich übrigens noch nachgucken vorher. Nee, genau, wir können den noch nicht mitnehmen. Ach so, wir können aber mal kurz mit ihm sprechen. Sag mal, Gameplayerin, warst du schon mal bei einem Rodeo? Ja. Die sind toll, oder? Reiten, Lasso werfen, Schafe zähmen. Und am Ende musst du das ganze Rodeo vor einem riesigen Schwein namens Dr. Schweinebacke retten. Redest du jetzt von echten Rodeos oder von Spielrodeos? Ich bin ein Spielzeug. Deshalb war ich nur auf Spielrodeos. Aber der Unterschied wird schon nicht so gewaltig sein, oder? Bis bald, Partner. Ja, wie man möchte. Boah, das ist aber jetzt... Ich habe keine Ahnung, wie viel, aber da muss schon einiges draufgegangen sein hier. Bringe die Zutaten zu Goofy. Ja, dann wäre natürlich von Vorteil, wenn man wüsste, wo Goofy eigentlich ist. Der ist natürlich wieder beim Essen, wie immer. Eieiei. Hallo, Christoph. Ich muss mal eben zum Jeremy. Der war beim Essen. Jetzt ist er schon wieder weg, so wie es aussieht. Bin ich denn... Oh, Goofy, ernsthaft. Rennt der da unten hin? Das ist doch nicht euer Ernst. Wieso haben die heute alle keine Lust, mit mir zu reden? Achso, der ist hier drin. Nee, hä? Wollte gerade sagen, wieso schickt ihr mich jetzt hier wieder weg? Willst du mich jetzt hier... Goofy, sitz Platz aus, bleib hier. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Bitte schön. Nur nicht vergessen, Zeit ist Geld. Ja, ja. Halt die Klappe und geh weiter. Hallöchen. Aha. Hui, Gameplayerin, das ist genau das, was ich für mein Abendessen heute Abend brauche. Danke, meine Freundin. Woher hast du das gewusst? Dank nicht mir, dank Woody. Ich habe gefischt und geerntet, aber er, hat alles beaufsichtigt. Nun, ich weiß das zu schätzen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich meinen Gästen keinen knusprigen Kabeljau servieren kann. Aber ihr zwei habt mir wirklich sehr geholfen. Ich muss dich und Woody bald mal einladen. Nochmals vielen Dank. Seine Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Was? Was für Reichtümer? Okay, triff Woody am Karussell. Karussell ist links rum. Weil wir hatten ja keinen Platz. Na gut. Oh, ich muss mit dir reden. Das ist ja auch überhaupt nicht
Ja, sehr dezent. Hallo, darf ich mit dir reden? So. Hey, howdy, hey. Sieht aus, als hättest du den Tag gerettet, Partnerin. Wer hätte gedacht, dass Fischen und Ernten so gefährlich sein kann? Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich will wirklich helfen, aber das Tal ist viel größer und komplexer als ein Kinderzimmer. Scheitern ist eine Gelegenheit zu lernen. Ich weiß. Du hast recht, Gameplayerin. Ich muss mich einfach aufraffen und mir den nächsten Schritt überlegen. Sag mal, anstatt dass du versuchst, allen anderen zu helfen, könnte ich doch diesmal dir helfen. Wie wär's? Brauchst du irgendwas? Nun ja, also, da wäre das Karussell, das Herr Duck für mich aus dem Lager geholt hat. Ich habe darüber nachgedacht. Er hat zwar nette Pferdchen und eine Western-Dekoration, aber irgendwie weiß ich nicht, ob es wirklich der richtige Ort für mich ist. Ich glaube, in einem schönen Bauernhof-Spielset oder ein Sheriff-Büro aus Pappe würde ich mich wohler fühlen. Herr Duck hat gesagt, dass das Karussell etwas Besonderes an sich hat. Etwas Magisches. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es etwas Besonderes an sich gehabt hätte. Und es ist nicht besonders gut in Schuss. Ach, sieh's dir mal an. Es ist voller Gerümpel. Ich habe versucht, es wegzuräumen, aber diese Sachen sind zu groß für mich. Ich werde dir helfen, das Karussell aufzuräumen. Vielleicht finden wir dabei heraus, was an ihm so besonders ist. Lass uns loslegen. Großartig! So, jetzt schauen wir aber endlich mal, wie das im Inneren des Karussells aussieht. Wie ein kleiner Jahrmarkt sieht das hier aus. Aber schon irgendwie cool. Okay. Dann entfernen wir mal den Müll. Ich wollte mit euch übrigens auch noch zu Buzz Lightyear gehen und mir das Ganze mit euch angucken. Ich nehme mal ganz stark an, dass ich aus dieser riesig langen Folge dann doch letztendlich 2 Folgen machen werde. Oh, das sind sie, die Außerirdischen. Wie cool. Okay. Eine Erinnerung. Die anderen haben es auch gelebt, okay. Aber die waren damals schon genauso wie heute immer noch so dreckig irgendwie. Woody, alles in Ordnung mit dir? Oh, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Hey, jetzt erinnere ich mich. Dieses Karussell war früher einer der schönsten Orte im Dorf. Wenn jemand traurig war, brauchte er sich nur die schönen Lichter anzusehen und schon war die Traurigkeit verflogen. Die Leute konnten sich für ein paar Minuten wieder wie Kinder fühlen. Das ist es, Gameplayerin. Das ist es, was ich tun sollte. Ich werde das Karussell in Ordnung bringen. Das wird allen im Tal helfen. Ach, es ist toll, etwas Sinnvolles tun zu können, einen Zweck zu haben. Du musst nicht unbedingt einen Zweck haben, weißt du? Es ist einfach schön, deine Gesellschaft zu haben. Oh, danke. Die Leute hier sind sehr nett. Aber diese Idee gefällt mir wirklich gut. Danke, dass du mir geholfen hast, eine sinnvolle Aufgabe zu finden. Es wird eine Weile dauern, bis ich alles aufgelistet habe, was ich brauche. Ich sage dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Das wird spitze. Wow, ich bin beeindruckt. Ja, oder ich mache das nicht in 2 Folgen, weil das Ganze dann doch nicht so weitergeht. Ja, Wolli, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was immer mit dir los ist, ob du eine Herzattacke bekommst oder so, weshalb du dich da mal fallen lässt. Ich werde nochmal mit ihm darüber sprechen, was er denn für Probleme hat, ob die körperliche Art sind oder vielleicht auch psychische Art. Und dann werden wir hoffentlich in der nächsten Folge mit Toy Story weitermachen. Ich muss mal schauen, ob ich die irgendwie leveln kann. Ich würde sie natürlich lieber gerne mitnehmen zum Leveln, aber ja, mal gucken. Weil die brauchen, ich habe mal geguckt, die brauchen nämlich Edelsteine, die beiden. Und ich weiß nicht, ich glaube, das sind eher so die etwas selteneren Edelsteine. Ja, erstmal danke fürs Zuschauen. Ich bin hier noch gerade so total durcheinander, total daneben von dieser Folge. Ich freue mich irgendwie auf der einen Art und Weise total. Auf der anderen bin ich sauer auf mich, weil ich so lange gebraucht habe, um mit Toy Story überhaupt das anzufangen. Und die Quests mir bisher doch ziemlich großen Spaß gemacht haben, muss ich zugeben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Folge, darf nicht zu lange werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.